26. Juni 2020. Als Schmidt die eine Auswahl von Brautkleidern für Jade aufs Hausboot kommen lässt, läuft sie weinend weg. Er versteht die Welt nicht mehr und glaubt, dass Jade die Hochzeit nur aus Mitleid durchziehen will. Daraufhin cancelt er das Ganze. Schmidti ist schon am Morgen total euphorisch, als er glaubt, dass Jade sich ihr Hochzeitskleid liefern lassen hat. Doch es stellt sich raus, dass sie noch gar kein Kleid hat. Weshalb er ihr spontan eine Auswahl aufs Hausboot liefern lässt. Jade ist total überfordert mit der Situation, was Schmidti allerdings nicht merkt. Stattdessen macht er das Matrix als Location klar und freut sich, Jade davon zu berichten. Doch zu seiner Verwunderung läuft sie weinend davon und schließt sich in ihre Kabine ein. Schmidti schafft es nicht, an Jade heranzukommen und erfährt erst durch einen Trick, dass sie große Angst vor der Hochzeit hat. Schmidti ist fassungslos, dass Jade ihn offenbar nur aus Mitleid heiraten will und beschließt, die Eheschließung abzusagen. 29. Juni 2020. Schmidti glaubt, dass Jess Leben nicht für eine Heirat reicht, während Jade fürchtet, dass er alles wegen seiner Krankheit überstürzt. Doch dann zeigt Mandy ihr Schmidtis Liebesgelübde minus. Und die beiden besiegeln beim Standesamt ihr Glück. Für Schmidti bricht die Welt zusammen. Hat Jade die Hochzeit abgesagt, weil sie ihn doch nicht so sehr liebt wie er sie? Tapfer versucht er, seinen Schmerz zu verbergen, aber das gelingt natürlich nicht. Jade leidet mit, doch eine überstürzte Heirat, nur weil er bald sterben könnte, kommt für sie nicht in Frage. Doch als Mandy ihr Schmidtis Liebesgelübde zeigt, begreift Jade, dass Schmidti sie aus Liebe, unabhängig von seiner Gesundheit, jetzt heiraten will. Jade eilt mit Schmidti zum Standesamt und macht sich und ihn damit zu den glücklichsten Menschen der Welt. Und als Krönung des Glücks hat Kretzo ein bombastisches Hochzeitsgeschenk für die frisch Vermählten. 30. Juni 2020. Fabrizios Laune ist im Keller. Erst lost er gegen Mike ab, dann zieht Alina ihn ab. Um sich abzulenken, will er mit Ole in der Sauna chillen, doch Alina und JJ sind schon dort. Es ist nichts zu übersehen, wie heiß er JJ immer noch findet. Heute ist nicht Fabrizios Tag. Erst kassiert er gegen Mike eine schmachvolle Niederlage im Armdrücken. Dann zieht ihn Alina in der Werkstatt bei einem kleinen Schraubenduell ab. Noch schlimmer wird es, als JJ vor seinen Augen von ihrem Freund Lennox eine teure Halskette geschenkt bekommt. Da kommt Oles Vorschlag, zur Aufmunterung ein Saunabier trinken zu gehen, gerade recht. Doch von Entspannung keine Rede, JJ und Alina hatten die gleiche Idee. Alina sorgt dafür, dass Fabrizio und JJ allein in der Sauna zurückbleiben. Und Fabrizio kann seine Blicke nicht von JJ lassen. Wie peinlich. Leider verbirgt das Handtuch nicht, dass er sie immer noch mega hot findet. Am Abend schließlich fordert Alina ihn auf, einen Move bei JJ zu machen. Fabrizio muss sich entscheiden,